Hey Leute, Forti hier. Willkommen zu einem neuen CSGO Overwatch. Ich hatte meinen Fokus in den letzten Tagen eher auf MW2 gelegt, einfach weil das Game irgendwie Spaß macht, trotz der Abstürze und so weiter. Und jetzt schauen wir uns natürlich, oder jetzt widmen wir uns unserer Hauptaufgabe hierzu. CSGO Cheater erkennen und weghauen. Der Typ schleicht hier jetzt under, auf Mirage natürlich, dies und jenes. Jetzt piekt er so ein bisschen, ganz vorsichtig übrigens, also da muss er ihn eigentlich gesehen haben, er macht nichts. Oder er ist halt wirklich, also er piekt ja wirklich sehr, sehr langsam und sehr vorsichtig. Und eigentlich hat er ihn da gesehen, hat er jetzt auch nicht versucht zu treffen, anzuschießen, wie auch immer. Dann piekt er, oder hat er Connector rausgepiekt und da einen Kill gemacht. Jetzt aimt er immer noch da die Ecke ab, wo der CT schon weg ist. Aber unten, ander, steht jetzt der nächste CT und er piekt ihn natürlich nicht. Also da kann man natürlich schon auch sagen, okay, das ist irgendwie gewollt. Aber schauen wir mal weiter. Es kann vielleicht unter gewissen Umständen sogar auch Zufall gewesen sein. Ja, also die Meinungen sind ja völlig unterschiedlich und das ist auch in Ordnung. Also manche sagen, nee, hundertprozentig seit der 13. Sekunde durchgehend Wall oder so. Also Wallhack. Und die anderen sagen, ist eigentlich vielleicht einfach nur Zufall und so weiter. Dass mein Schluck Kaffee so lange hier rumsteht. Also der Typ spielt auf jeden Fall sehr defensiv und sehr vorsichtig und der spielt auch allein. Also er lässt jetzt nicht seine Mates irgendwie vorlaufen, weil er spielt, wie gesagt, in den Situationen bisher sehr, also alleine und schleicht aber immer dann raus. Oh, das war auch Zufall. Der CT kam da Stairs raus. Er schleicht ihm hinterher einfach. Ja, also ja, das müssen wir natürlich, müssen wir das kommentieren? Ja, eigentlich schon. Also, aus meiner Sicht war das schon sehr obvious, wie er da einfach hinterher schleicht. Die Frage ist, ob das für alle wirklich so offensichtlich wäre oder ist. Wir haben ja zum Beispiel, also es kann ja jeder Goldnova, der 150 Matches in CSGO gewonnen hat, auch Overwatches machen. Es ist natürlich schon immer irgendwo die Kritik da, aber vielleicht jetzt noch mehr als vorher. Sollte überhaupt ein Gold Nova das Gameplay von anderen bewerten, also von anderen vielleicht auch höheren unter Umständen, höheren Ranks bewerten? Oder ist die Gefahr vielleicht zu hoch, dass er irgendwas sieht, was da gar nicht da ist? Oder dass er irgendwas nicht sieht, was gehackt ist? Er nimmt ja auch ganz vorsichtig da ab. Durch die Smoke. Ist schon irgendwie unterhaltsam. Also, es ist tatsächlich eine andere Art von Cheater irgendwie. Also, der ist halt nicht, also, der ist auf eine andere Art und Weise vorsichtig und sehr, sehr bedacht und sehr langsam und sehr zurückhaltend. Aber trotzdem irgendwie obvious, ne? Ja, ist halt die Frage, was würdet ihr sagen? Ist das in Ordnung, dass Goldnovas auch overwatchen dürfen? Die andere Frage wäre auch, ein Gold Nova 1 Spieler, der gerade irgendwie frisch 150 Matchmaking Wins zusammengekloppt hat, würde er den Suspect hier erkennen? Also, ich glaube, so schwierig ist das tatsächlich nicht. Oh, jetzt hat er von irgendjemandem einen schönen AK-Skin bekommen, also ist sicherlich nicht seiner. Hatten wir ja vorher auch keinen gesehen. So, noch ein bisschen Kaffee. Er schmeißt sein ganzes Equipment von sich. Piekt natürlich auch perfekt in. Ja, er trifft den Spieler da hinter der Smoke nicht, aber auch schon sehr, sehr. Also genau in die Richtung gepiekt, wo der Gegner war. Jetzt hat er ihn durch die Smoke abgebankt, abgesprayt. Ja, also im Prinzip ist das hier mehr oder weniger ein klarer Fall. Also was heißt mehr oder weniger? Also sollte eigentlich für alle klar sein. Die Frage ist halt wirklich, ob jetzt irgendwelche Goldnovas. Ich kam jetzt einfach darauf, weil ich es dann in einem anderen Video gesehen habe, dass das kritisiert wurde. Also eben diese Möglichkeit, dass Goldnovas auch overwatchen dürfen. Die Frage ist, wäre dieses Overwatch beispielsweise jetzt auch offensichtlich genug oder eindeutig genug für jemanden, der gerade anfängt zu overwatchen oder also mit seinen 150 Wins? Oder würde er, oder wäre er sich nicht sicher, er ist schon wieder. Also das ist natürlich schon offensichtlich, wenn der Suspect hier anfängt, durch Smoke Skills zu machen. Es ist wie immer natürlich auch nicht so richtig verständlich,
ob er sich selber denn irgendwie ernst nimmt, ne? Also dieser Suspect hier. Weil so wie er spielt, also er setzt seine Utility ein und flasht und so weiter, ist aber gleichzeitig einfach ein Cheater. Also und das nicht besonders fragwürdig. Jetzt schleicht er natürlich, also niemand schleicht einfach mit einem Messer durch die Gegend, wenn er nicht hundertprozentig sicher ist, wo die Gegner sind. Ne? Also das ist halt auch so eine Sache. Er kennt auch so diese Catwalk-Smoke. Scheinbar hat er sich schon ein bisschen mit dem Game auseinandergesetzt, was man sich hier und da mal machen kann. Hat aber dann trotzdem sich gedacht, funktioniert alles nicht, alle hacken. Und hat dann natürlich sich selber entsprechende Programme runtergeladen. Achso, ja, ein bisschen Griefing ist also auch dabei. War keine Absicht. Ich bin ja nach wie vor der Meinung, in den allermeisten Overwatch-Fällen, selbst wenn der Suspect kein Spinbotter ist oder so, in den meisten, eigentlich fast immer, ist es einfach ein Cheater. Und also, da muss erst mal jemand kommen, der mich vom Gegenteil überzeugen muss. Aber ich habe mir so viele Overwatches angeschaut, dass meine Erfahrung ist eigentlich, oder meine Meinung, was das betrifft, ist eigentlich unerschütterlich. So. Ja, und jetzt machen wir nach langer Zeit mal eine Case auf. Diese roten Skins hier, die wären sicherlich auch nicht verkehrt. Guckt euch diese M4 an. Also die, das ist eigentlich genau das, was mir irgendwie wirklich gefällt. So bunte Skins. Oder natürlich Gloves von mir aus. Los geht's. Ich guck nicht zu. Ich guck die letzten 100 Stücke oder so waren. Oh, die rote fliegt vorbei. Oh nein. Fuck, Mann. Das ist so ein Bait. Okay, danke fürs Zuschauen. Haut rein und Daumen nach oben. Channel abonnieren und bis dann.